ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Leseratte. Das Wetter wird langsam schlechter, also muss ich unbedingt ein Gute-Laune-Buch empfehlen. Und zwar von Kerstin Gier. Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Es geht um Kathi, sie ist Mitte 30 und seit nunmehr 5 Jahren in einer festen Beziehung mit Felix. Mittlerweile sind die beiden auch verheiratet, aber die Ehe ist schon ein wenig angestaubt. Und der Sex ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Kathi leitet Seminare zum Thema Personalcoaching und auf einem dieser Seminare lernt sie Matthias kennen. Er sieht Brad Pitt ziemlich ähnlich und das sorgt für sehr viel Aufregung in der Magengegend. Ja, dann hat sie plötzlich einen tragischen Unfall und als sie im Krankenhaus wieder erwacht, ist sie auf einmal 5 Jahre zurückgesetzt und zwar genau zu dem Zeitpunkt, einen Tag bevor sie ihren Felix kennengelernt hat und hat jetzt somit die Möglichkeit, ja, ihr Schicksal komplett neu in die Hand zu nehmen. Sehr, sehr lustig, humorvoll, ohne Ende, flüssig geschrieben. Ich hatte ein Dauergrinsen und ab und zu auch ein paar laute Lacher dabei. Ich empfehle es allen Lesern von David Saphir, Mieses Karma, das war ja auch so ein bisschen durchgeknallter, oder von Sophie Kinsella, Kennen wir uns nicht. Ja, dann hat Kerstin Gier mich auf eine ganz tolle Idee gebracht. Ich habe seit Jahren es nicht mehr gegessen, für die Videorezension muss ich es tun. Dies ist ein Brownie nach Spezialrezept und den werde ich jetzt einmal noch essen. Alle, die das Buch gelesen haben, wissen, dass ich jetzt nicht mehr lange sprechen kann. Deshalb kommen wir zur Leserattenvergabe. Ich vergebe dieser wundervollen, spritzig, frischen, humorvollen Komödie insgesamt. Tada! 4 Leseratten. Ich verspace mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Leseratte.